Am Ende der Ausbildung sollten die Schülerinnen und Schüler nicht nur Wissen über das österreichische Sozialsystem haben, sondern auch ein Verständnis und ein Einfühlungsvermögen in die Problemlagen der Menschen, die dieses Sozialsystem in Anspruch nehmen, für sich erarbeitet haben. Ja, wir machen das über kleine Projekte, natürlich über den theoretischen Unterricht. Wir laden auch Experten zu Vorträgen ein und gehen in die einzelnen Einrichtungen hinaus. Der Unterricht besteht aber nicht nur aus Präsentationen. Im Unterricht behandeln wir folgende Handlungsfelder. Im Handlungsfeld alte Menschen lernen wir, wie gehe ich zum Beispiel mit meiner Uroma um, wenn sie dement wird, das heißt, wenn sie etwas verwirrter ist. Außerdem stellt sich noch die Frage, da es in Österreich viele Pensionisten gibt, wer das alles finanziert. Im Handlungsfeld Gesundheit lernen wir, zum Beispiel, werden Frauen anders krank als Männer? Wenn im Krankenhaus etwas schiefläuft, was kann man tun? Im Handlungsfeld Kinder, Jugend und Familie lernen wir, zum Beispiel, wenn man Kinder mit Problemen in der Familie unterstützt, haben Kinder überhaupt Rechte und wie eine Adoption abläuft. Wir hoffen, wir konnten dir einen guten Einblick in den Vertiefungsbereich sozialer Handlungsfelder geben. Wir wünschen dir alles Gute für die richtige Wahl für die passende Schule für dich. An einer halben 10 macht es auf jeden Fall Spaß zu lernen.